herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch mal ein Thema besprechen, und zwar Reisen mit dem Smartphone. Um es gleich vorwegzunehmen, in diesem Video möchte ich euch mal meine Top-Apps vorstellen, die man auf einer Reise möglicherweise dabei hat, damit es vor Ort ein bisschen angenehmer ist. Spulen wir doch vielleicht aber erstmal zurück. Ich kann mich noch so an die Mitte der 2000er Jahre erinnern, und wenn man da gesagt hat, Mensch, ich nehme ein Notebook mit in den Urlaub, dann wurde man nicht selten irgendwie ein bisschen komisch angeguckt, so, hä, wieso, warum nimmst du denn ein Notebook mit in den Urlaub? Schalt doch mal ab, mach doch mal frei, mach doch mal, genieß doch das Ausland, geh in Pool oder mach irgendwas, ja, und nicht, dass du dich schon wieder vor den Rechner setzt, das hast du doch zu Hause schon die ganze Zeit gemacht. Nun ist es aber mittlerweile so, dass das Smartphone uns heutzutage überall auf Schritt und Tritt begleitet, und ich möchte dem sogar noch einen draufsetzen. Ich möchte nämlich an dieser Stelle sogar behaupten, dass das Smartphone erst Reisen in viele Länder überhaupt erst ermöglicht. Ja, also was zum Beispiel die Navigation anbetrifft. Ja, ich kann mir zum Beispiel noch von meiner eigenen Reise vorstellen, Navigation in Nordamerika ist überhaupt gar kein Problem. Da braucht man noch nicht mal irgendwie Navi oder irgendwas. Da sind die Straßen sowieso alle Norden, Süden, Osten, Westen angeordnet. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bei Neuseeland wird das zum Beispiel schon ein bisschen schwieriger. Da muss man ständig abbiegen und so. Und ganz krass wird es an manchen Städten in Asien. Ja, das heißt also, Navigation ist also schon mal so ein Key-Feature, was man unterwegs auf jeden Fall dabei haben sollte. An dieser Stelle wird euch auffallen, dass ich nur Apps von einem Smartphone-Betriebssystem und damit einem Hersteller zeigen kann, weil ich eben keine anderen Geräte habe. Im Übrigen habe ich auch ein ziemlich altes Smartphone, fällt mir da gerade wieder ein, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, und was mir auch besonders wichtig ist noch zu erwähnen, ist, dass ich die Apps selber ausgesucht habe, nach dem Kriterium, dass sie mir halt einfach am besten gefallen. Das heißt, ich wurde von keinem Hersteller, Softwarehersteller oder in irgendeiner Art und Weise gesponsert. Das meiste ist eh kostenfrei. Und das ist also meine eigene Meinung, und es enthält hier auch keine bezahlte Werbung und nichts dergleichen. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in meine Top 7 Smartphone-Apps für eine Reise. Und die erste, die ich euch zeigen möchte, ist hier unten die File-App. Jawohl, da ist sie. Und zwar ist das im Prinzip so eine Art USB-Stick zum Mitnehmen. Das heißt also, ich kann innerhalb dieser App hier Dokumente ablegen oder generell Daten. Das können Videodateien sein, weil diese App verfügt über einen eigenen Player. Das können Textdokumente sein, das können Musikstücke sein. Man kann sie sich direkt da drin anhören, weil ich das systemseitige, ja, System von diesem Hersteller nicht so toll finde. Ich mag das eher so. Ich komme da von einer anderen Computerschiene, und deswegen habe ich da gerne ein bisschen mehr Gewalt drüber. Wofür ich diese App aber im Prinzip am meisten nutze, ist zur Ablage der digitalen Reisedokumente. Und zwar habe ich hier mal die Daten von meinem Indien-Film nochmal drauf kopiert für euch. Und wenn wir da jetzt mal so reingehen, dann sehen wir hier so alles Wichtige, was man für die Reise immer schnell dabei hat. Das wäre zum Beispiel meine Packliste für zu Hause. Das, was man zu Hause noch eben so schnell machen muss. Ne? Kann man sich hier nochmal durchlesen, falls man was vergessen hat und so. Das können aber auch Anlaufpunkte sein. Das ist hier noch so eine Textdatei, die hatte ich entwickelt bei der Reiseplanungsphase, wie man zum Beispiel fahren könnte oder was man machen könnte generell. Ja, und dann ist es halt irgendwann mal der Trip geworden, den ihr vielleicht schon kennt. Dann habe ich hier die Dokumente abgelegt zum E-Visa, damit man überhaupt ins Land reinkommt. Dann hätten wir hier das Verzeichnis mit den Flugtickets und den entsprechenden Ticketnummern, die man ja am Flughafen immer schnell griffbereit haben muss. Irgendwie muss man ja auch zum Flughafen hinkommen. Das heißt, ich habe hier Informationen zum Flughafentransfer, meine Tickets, möglicherweise Zugverbindungen schon abgespeichert, bestehende Hotelreservierungen. Wenn ich also schon irgendwie ein Hotel vorneweg gebucht habe, dann ist das hier drin. Und die Benamsung ist auch immer sehr wichtig bei mir. Also 0607 ist die Nacht vom 6. auf den 7. Tag. Ja? Oder 0205 ist vom 2. auf den 5. Tag. Das bereite ich irgendwie immer ganz gerne vor. Manchmal speichere ich mir auch noch extra Karten ab. Ja, hier habe ich zum Beispiel noch das Schienennetz von der Indian Railway Company, falls man da mal schauen will, wo man überhaupt in Indien von A nach B überhaupt fahren kann. Manchmal habe ich auch noch so ein bisschen Zusatzinformationen zu speziellen Orten. Hier haben wir zum Beispiel Neu-Delhi, ne, wenn hier nochmal irgendwie was ist. Das Metro-System, hier eine Karte von der Metro habe ich noch im Internet gefunden, die nehme ich mir noch gerne mit. Hier ist meine Reiseplanungstabelle, die kennt ihr ja möglicherweise schon, die verlinke ich euch mal. Da haben wir ja schon mal ein Video drüber gesehen auf meinem Kanal.
Dann gibt es hier noch die Reiserücktrittsversicherung. Da gucken wir auch nochmal schnell rein. Da sind dann halt die Daten von eben selbiger drinne abgelegt. Dann habe ich mir noch ein paar Vokabeln hier für Hindi abgespeichert. Alles das, was man möglicherweise so unterwegs braucht. Und hier unten haben wir natürlich noch die Zugtickets für Indien. Die habe ich hier auch als PDF-Dateien drinne. Ja, so viel zum Thema meiner File-App. Die nächste App, die ich euch zeigen möchte, da geht es ums Geld. Und zwar habe ich hier einen Währungsrechner, das ist in dem Fall hier der Mai-Währung. In dem Zusammenhang muss ich natürlich auch gleich nochmal betonen, es ist nicht wichtig, dass das diese spezielle App ist, sondern die App muss euch ja gefallen. Und ich achte auch meistens immer darauf, dass es die kostenlose Version ist. Das heißt, der könnte uns jetzt gleich wahrscheinlich ein bisschen Werbung einblenden. Blups, da ist sie. Gut, hier kann man dann Beträge eingeben. Weiß nicht, 500 dänische Kronen sind dann eben irgendwas um die, was haben wir denn hier, 67 Euro oder 107 australische Dollar. Ne, man kann hier dann auch den Dollarkurs abfragen. Manchmal dauert es ein bisschen, bis er da ist. Genau, ne? Da kann man also sehen, wie der Kursverlauf so ist in der letzten Zeit. Und das ist besonders alles natürlich wichtig, dass man vor Ort eben nochmal schnell den Wert der entsprechenden Währung umrechnen kann. Nicht gerade wenige Leute von euch, und damit kommen wir jetzt zur dritten App, die haben mich gefragt, Mensch, was hast du denn da eigentlich immer für Apps, wo man die Telemetrie sieht? Also wie schnell bist du, wie hoch bist du und so weiter? Und ja, schaut doch einfach mal, und das ist mein Tipp, bei eurem App Store nach und gebt mal GPS ein, die magischen drei Lettern. Und euch zeigen möchte ich hier gerne das Speedometer, das funktioniert auf jeden Fall aktuell. Ich hatte auch in meinen anderen Filmen immer meine andere App gehabt, die funktioniert leider nicht mehr, die stürzt nur noch ab, deswegen nehmen wir jetzt mal die hier. Und da kann man jetzt hier sehen, wie schnell man ist. Wir bewegen uns natürlich jetzt gerade aktuell nicht, das ist ja jetzt völlig klar. Das heißt also, hier zeigt er mir den GPS-Empfang an und hier könnte ich dann die Geschwindigkeit ablesen, wenn wir uns denn schnell bewegen würden. Hier unten haben wir noch die Durchschnittsgeschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit. Hier haben wir noch einen Kompass. Wenn ich das Handy jetzt hier so ein bisschen drehen würde, ne? Ja, guck mal, da passiert also auch schon was. Das kann man dann also sagen. Ich glaube, so auf 270 Grad ausgerichtet. Ne? So, das lassen wir mal hier so besser. Und wir sind hier auf einer Höhe von 182,8 Meter. Und das Ganze hat natürlich immer eine gewisse Unschärfe. Ja, okay, ja gut, das ist im Prinzip das Wichtigste hier bei dieser App. Und kann man natürlich dann sehen, auch einfach, wie schnell man ist. Von den Dingern gibt es ziemlich viele in den App-Stores. Ich konzentriere mich natürlich immer gerne auf die kostenlosen. Und ist das Wichtige an der Stelle natürlich auch, die App muss euch gefallen. Also schaut einfach mal in dem App-Store rein, was es da so gibt und was euch gefällt. Na gut, weil ihr seid, ich zeige euch jetzt noch die nächste App hier, und zwar ist das GPS Speed. Die macht im Prinzip genau das Gleiche, die dauert bloß immer ein bisschen, bis die startet. Die zeige ich euch auch mal, ne? Die ist im Prinzip genau so und die kennt ihr möglicherweise auch schon aus meinem Indien-Film. Ach Gott, manchmal braucht der Kollege einfach ein bisschen, ich weiß gar nicht, was der im Hintergrund macht, ob der noch irgendwie frühstückt oder ob der irgendwie sich ein Brötchen schmiert, ich würde es echt gerne mal wissen. Gut, da sind wir. Genau, die App, da haben wir sie, die kennt ihr möglicherweise aus meinem Indien-Film, da habe ich die mal in die Kamera gehalten. Und ja, das wäre also noch eine zweite Möglichkeit. Und damit kommen wir dann jetzt zur nächsten App, die ich euch zeigen möchte. Und der ein oder andere hat ja auch schon mal gesehen, insbesondere wenn ich so in den Anden unterwegs war, dass ich auch gerne mal Höhe zeige. Und da haben wir hier das Altimeter X-Lite. Da kann man dann also sehen, wie hoch man denn tatsächlich ist. Die 182 Meter, die haben wir ja schon eben hier gesehen in einer anderen App. Und das ist eigentlich noch ziemlich langweilig. Richtig toll ist das, wenn sich der Zeiger also dann hier richtig schön dreht, wenn man also jetzt gerade mal von irgendeinem 4000er runterfährt oder so. Und das hier ist auch eine kostenlose Version, die blendet einem auch Werbung ein. Aber wenn man nicht irgendwo in irgendeinem WLAN eingeloggt ist, ich habe es jetzt gerade mal abgeschaltet, dann sieht man hier eigentlich auch nur den Plain Screen. Und ich bin immer ein totaler Fan von Telemetrie und das eben auch zu zeigen, um es auch halt einfach zu symbolisieren. Dann wären wir jetzt auch schon bei der sechsten App, die ich euch zeigen möchte. Und zwar geht es jetzt um die Navigation vor Ort. Und es gibt viele Möglichkeiten von Apps, was man da so nutzen kann. Ich benutze seit Jahr und Tag hier schon den Scout GPS. Ja. Und zwar ist das Gute, dass diese App auch zu 100% offline funktioniert. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob es was kostet oder ob es nichts kostet. Das Ganze basiert auf jeden Fall schon mal auf OpenStreetMap-Karten. Ich erinnere mich noch, dass ich, glaube ich, mal für 10 Euro die gesamte Welt gekauft habe. Das heißt, wenn ich einfach in irgendein Land fliege, dann lade ich mir einfach die Daten für das entsprechende Land runter und kann dann entsprechend die Karte hier installieren. Und hier sieht man zum Beispiel noch die ganzen Anlaufpunkte in Indien. Weiß gar nicht mehr, wenn man hier reinzoomt, okay, die Karte jetzt gerade von Indien, die habe ich jetzt nicht mehr auf dem Smartphone drauf.
Und da kann man auf jeden Fall sehr gut mal navigieren. Und mit dem Ding bin ich hier also wirklich schon einmal quer durch die ganze Welt gereist. Ich will das jetzt hier nicht in Gänze vorstellen. Also auf jeden Fall ist das also eine Smartphone-App, die sehr gut ist. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig tolle Sache, ne? Wenn das hier so offline auch vor allem funktioniert. Leider ist das eine App, die nicht mehr so super aktiv weiterentwickelt wird. Sie funktioniert aber aktuell unter iOS 14 auch noch sehr gut. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Sache. Die siebte und letzte App, die ich euch zeigen möchte, soll stellvertretend eigentlich für eine ganze Klasse an Apps stehen, wo man eben ganz gute, preiswerte Hotelübernachtungen finden kann. Und in Asien habe ich mich sehr gerne dieser App hier bedient. Und ja, da kann man dann ganz einfach ein Hotel suchen und finden. Ich glaube, das müsste hier noch voreingestellt sein. Von Indien, ja, am Anjuna Beach. Und jetzt gerade, wo ich das Video hier aufnehme, ist die Bleibe dann natürlich ausverkauft, ja. Aber gut, das soll in diesem Punkt jetzt hier eigentlich auch nicht wichtig sein. Wichtig ist halt einfach nur, installiert euch irgendeine Smartphone-App, wo ihr auf dem Handy auch preiswert Hotelübernachtungen buchen und finden könnt. Und ich kann hier auch noch einen Tipp aussprechen, was ich im Ausland ja auch immer sehr gerne mache. Also entweder morgens schon beim Frühstück, einfach mal schon für den potenziellen Abend hier drüber schon einfach mal suchen, wo möchte man denn gerne absteigen. Und dann fährt man da, bucht man das auf dem Smartphone und bucht und fährt einfach direkt hin. Ja, das ist besser kann es eigentlich gar nicht gehen. Hier hat man einen definitiven Preis. Und möglicherweise kann man hier über die App, über die hinterlegte Kreditkarte auch schon gleich bezahlen. Und zwar in Deutschland. Das heißt, es fallen keine 1% Auslandsgebühren an. Das habe ich also zum Beispiel in Indonesien auch sehr gerne gemacht. Ja, das ist also hier in dem Fall auch ein toller Tipp. Ja, das waren zusammengefasst meine Top-Apps für Reisen mit dem Smartphone. Ich hoffe, es war eine verwertbare Information für euch dabei. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Jetzt liegt es einmal wieder an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das ist aber euer Part. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall, wie immer, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich einmal wieder ein Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.